Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier spricht der Kapitän von der Brücke. Ja, guten Morgen alle. Es ist soweit. Um 9 Uhr haben wir schon unsere Lotsen aufgenommen, um mit ihnen nach Stockholm zu fahren. Wie gestern schon gesagt, die Fahrt durch die Schären beträgt 55 nautische Meilen oder ca. 100 Kilometer und dauert ca. 5,5 bis 6 Stunden in jeder Richtung. Das bedeutet, dass wir um ca. 15 Uhr an der Pier für unseren kurzen Stopp in Stockholm ankommen sollten. Ja, liebe Gäste, genießen Sie die schöne, traumhafte Panoramen Stockholms. Während des Tages werden wir mehr Informationen mit Ihnen teilen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag auf der Mein Schiff 1. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Ja, es ist ein bisschen trübe draußen, das kann man nicht wegreden, aber wir machen uns einfach schöne Gedanken und auch warme Gedanken. Und auch diese Lichtstimmung, finde ich, die hat auch ein bisschen was Mystisches hier durch die Schären in Stockholm. Genießen Sie jetzt diese Aussicht hier, genießen Sie den Vormittag, es wird ein paar Stunden gehen, dieses schöne Bild, was wir hier steuerbord- und backbordseitig von uns haben. Bevor wir dann die Mein Schiff 2 treffen, melde ich mich dann noch einmal bei Ihnen und werde Sie darauf hinweisen. Bis nachher, alles Gute, Ihre Wilma. We'll be right back.
nochmal einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän von der Brücke. Ich hoffe, dass Sie bisher diese schöne Aussicht genossen haben. Nur zur Information. Also bald werden wir ein paar Schafe kaufen, fahren. So einmal nach rechts und dann nach links und dann wieder nach rechts. Während diese Schafe kurven, kann es sein, dass das Schiff sich zur Seite ein bisschen neigt. Das ist völlig in Ordnung, also keine Sorgen, das ist ganz normal. Sie müssen sich nur auf Ihre Suppe kümmern. Und Sie können auch diese schöne scharfe Kurvenmanöver genießen und ja, schauen. Nachdem wir diese Manöver gemacht haben, dann passieren wir die engste Stelle unserer Passage. Diese Stelle ist eine Festung und wir werden durch diese Festung durchfahren. Die Breite von dieser engen Stelle ist nur 140 Meter, also wirklich schmal. Gut. Von meiner Seite, ich wünsche Ihnen momentan guten Appetit und ja, nochmal viel Spaß. Ich werde mit Ihnen wieder ein bisschen mehr Informationen teilen, bevor wir in Stockholm ankommen. Einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier spricht Ihr Kapitän von der Brücke. Ich hoffe, dass Sie diese schöne Landschaft genießen. 5 nautische Meilen oder ca. 9 Kilometer haben wir noch vor uns, bevor wir Stockholm Zentrum erreichen. Die Mein Schiff 2. Unser Schwesterschiff ist momentan nur ca. 10 nautische Meilen von uns entfernt. Deswegen werden wir uns mit der Mein Schiff 2 in ca. einer Stunde auf unserer Backbordseite treffen. Guten Tag, liebe Gäste. Wir haben jetzt hier in Stockholm festgemacht. Das wird aber nur ein ganz kurzer Aufenthalt werden. Es geht eigentlich dann auch in Kürze schon wieder los. Wir treffen jetzt auch gleich auf die Mein Schiff 2. Man kann sie jetzt hier von der Brücke aus schon sehen. Oder wenn Sie selber auch vorne rausschauen, dann kommt sie auf uns zu. Sie wird einmal an uns vorbeifahren, an der Backbordseite. Da können Sie dann auch mal fröhlich rüberwinken. Thank you.
Auf der Backbordseite können Sie jetzt die Mein Schiff 2 sehen, wie sie einmal an uns vorbeifahren wird. Und wir haben gerade noch ein Update bekommen. Sie wird also hinter uns drehen und dann wieder an unsere Seite fahren, sodass wir dann nebeneinander in die gleiche Richtung gucken. Und dann werden wir noch ein paar schöne Fotos machen. Dann werden wir uns auf den Weg nach Turku machen und die Mein Schiff 2 übernimmt dann unseren Liegeplatz. Jetzt auf der Backbordseite können Sie der Mein Schiff 2 einmal zuwinken. Der Backbordseite nähert sich jetzt wieder. Die Mein Schiff 2 wird neben uns Halt machen und dann wird es wie angekündigt ein paar Fotos geben. Sobald die Mein Schiff 2 sich dann wieder zurückgezogen hat, werden wir hier ablegen und dann in Richtung Turku weiterfahren. Kommen sich zwei Kreuzfahrtschiffe wirklich nur in ganz außergewöhnlichen Situationen und das war eben so eine. Das sind wirklich Bilder für das Leben, die sie hier hoffentlich jetzt alle gemacht haben und sie haben sich ja auch fleißig begrüßt und rübergerufen und ich denke, das war auf jeden Fall ein Highlight heute.
einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier spricht der Kapitän von der Brücke. Ich hoffe, dass Sie heute unsere Panoramafahrt durch den Stockholmer Scheringgarten genossen haben und dass Sie einen schönen Tag hatten. Sobald wir die Ostsee erreichen, werden wir Kurs in Richtung Ost bzw. in Richtung Turku aufnehmen. Ja, es war einen langen Tag auf der Brücke, aber die Aussicht von hier ist so wunderschön, dass wir die Arbeitszeit auch genießen. Die engen Passagen sind ziemlich anspruchsvoll und muss man sehr konzentriert natürlich den ganzen Tag überbleiben. Gut, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, guten Appetit und wir hören uns dann morgen wieder. Bis morgen, danke.